Dann sind wir auch wieder ein unangekündigtes Update, hat das Spiel abstürzen gebracht. Das ist doch auch schön. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie Ihnen erzählen, nicht ich. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Ja, das wird jetzt ein tolles Wiedersehen. Ich hoffe, sie fällt mir nicht um den Hals und reißt mich zu Boden. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Ja, den Helm hätte ich abnehmen können, ich weiß. Meine Quellen sagten zwar, dass Sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Es freut mich auch, Sie zu sehen, Liara. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit Sie... Also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind Sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Ist ja sehr kühl, die Gute. Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen, ich brauche einen erfahrenen Hacker, dem ich vertrauen kann. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Information beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Warum muss sich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Ja, nieder mit dem Shadowbroker. Ich weiß, dass Sie den Shadowbroker suchen. Ich habe von Cerberus die Information, wo er sich aufhält. Interessiert? Absolut. Ich hatte keine Ahnung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Sieht aus wie eine abgefangene Übermittlung zwischen Agenten des Shadowbroker. Einige Hinweise zum Standort und... Es geht um Farron. Er ist noch am Leben.
Wer ist Farron? Er war ein Freund. Er hat mir geholfen, ihre Leiche dem Shadow Broker abzunehmen. Weshalb wollte der Shadow Broker meine Leiche? Er wollte sie an die Kollektoren verkaufen, aber Farron und ich haben das verhindert. Farron hat sich geopfert, um mich zu retten. Dann haben Sie mich gerettet. Und wie bin ich zu Cerberus gekommen? Nun, Sie haben mir die Informationen für Ihre Bergung gegeben. Vorher haben Sie mich mit Farron zusammengebracht. Danach habe ich sie Ihnen übergeben. Sie sagten, Sie könnten sie zurückbringen. Ach, wie süß. Sie haben mich vor den Kollektoren bewahrt. Ohne Sie hätte ich nicht zurückkommen können. Danke. Sie ahnen nicht, wie viel mir das bedeutet, Shepard. Ich wusste nicht, wer Sie nach Ihrer Rückkehr sein würden. Ob Ihre Gefühle... Sie haben sie zurückgebracht. Und jetzt geben Sie mir eine Chance, Farron zu finden. Nach 2 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Sie und Farron standen sich wohl nahe. Schon lustig. Er hat mich mehrfach hintergangen. Er arbeitete sowohl für Cerberus als auch für den Shadow Broker. Aber am Ende hat er sich für mich geopfert. Ich schulde ihm was. Jeder Freund von Ihnen ist auch mein Freund. Was ist der nächste Schritt? Ich weiß nicht. Vorbereitungen treffen, nachdenken. Ich gehe nach Hause. Benutzen Sie mein Terminal, wenn Sie lokale Informationen brauchen. Sind Sie okay? Ich habe 2 Jahre lang meine Rache geplant. Jetzt habe ich die Chance, eine Rettungsaktion daraus zu machen. Ich möchte helfen. Kann ich in Ihr Apartment kommen? Okay. Hoffentlich habe ich bis dahin einen Plan. Danke, Shepard. Die ist ganz schön kalt geworden. Oh. Ah, naja, die Infos haben wir schon. Pech auf dem Aktienmarkt gehabt? Türmen sich die Schulden auf? Vielleicht sollten Sie sich anderen Optionen öffnen. Ach, ich bin schon wieder vorbeigelatscht. Reden Sie mit Identitech. Vielleicht ist Zwangsarbeit ja auch für Sie der richtige Karriereschritt. Denken Sie daran, nur Tatenlosigkeit ist verwerflich. Dann schauen wir doch mal. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Gefährliches darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Kündigung. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Nein, ich kann nicht rein. Na dann, auf zu Liaras Apartment. Gespannt bin ich. Alle Spuren und Proben versiegeln und dann ab ins Labor. Mehrere Schüsse wurden abgefeuert. Ja, die Techs kämmen jetzt hier alles durch. Zentrale, diese Leitung ist nicht sicher. Schalte um auf kodierte Verbindung. Was geht hier vor? Der Tatort ist abgesperrt. Treten Sie bitte zurück, Sir. Abgesperrt? Warum? Jemand hat versucht, Ihre Freundin zu töten, Commander Shepard. Danke, Officer. Ihre Leute können gehen. Das können Sie nicht machen. Ist bereits geschehen. Tela Vassir, Special Tactics und Recon. Inspector? Ich habe gehört, Ihr Status wurde reaktiviert. Gut. Sie sind einer unserer berühmtesten Agenten. Vielleicht lasse ich mir von Ihnen ein Autogramm auf meine Brustplatte geben.
Ich nehme an, Sie hatten heute Abend etwas mit Ihrer Freundin zu besprechen, Commander. Liara ging einem Hinweis auf den Shadow Broker nach. Den Shadow Broker? Ein gefährlicher Feind. Liara hat mich erwartet. Sie muss eine Nachricht hinterlassen haben. Ihr Büro war nicht sicher. Das überrascht mich nicht. Ilium ist wie Omega. Nur die Schuhe sind teurer. Ich habe noch nichts gefunden, um sie ausfindig zu machen. Sie kennt Hisoni besser als ich. Wo könnte sie ihre Backups versteckt haben? Ich sehe mich mal um. Das Gewehr war mit Sicherheit kein Standardmodell. Die kinetische Barriere hat die Schüsse abgewehrt. Aber sie konnten das Glas dennoch durchdringen. Aber oh, nicht schlecht, sie hat richtig schöne Bude, nur ein bisschen unordentlich jetzt, aber ansonsten nicht schlecht. Oh, ein Bild von der Normandie. Das Bild hat sich bei ihrer Berührung verändert. Es ist auf ihre ID eingestellt. Was zeigt es jetzt? Eine proteanische Ausgrabungsstätte. Liara hat eine Nachricht hinterlassen. Es gibt einige proteanisch aussehende Objekte in dem Apartment. Dann wollen wir doch mal sehen. Diese Dinger müssen ein Vermögen wert sein. Eine N7-Panzerung? Ist das etwa... Nee, jetzt oder? Ein Teil meiner alten Panzerung. Doch. Da hat sie jemand aber nicht besonders gemocht. Recht. Ja. Nicht gemocht ist noch nett ausgedrückt. Hässlichkeit war anscheinend ihr Ding. Nichts für ungut. Ach hier. Was hier? Ich hab hier was. Backup-Disk. Versuchen wir es auf ihrem Terminal. Sie hat anscheinend einen Anruf aufgezeichnet. Was haben Sie für mich, Sekat? Es war schwierig, aber Sie haben den Besten engagiert. Ich kann es auf einen Cluster eingrenzen. Vielleicht sogar auf ein System. Bis wann haben Sie es? Dürfte nicht lange dauern. Kommen Sie in mein Büro. Barrier Frontiers, im Dracon Handelszentrum. Ich muss allerdings sagen, Tisoni, Sie machen mich ein wenig nervös. Wie viel Ärger kann ich durch das alles kriegen? Ganz ruhig, Sekat. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Na super. Es muss wichtig sein. Die Männer des Shadow Broker haben bereits einmal versucht, sie umzubringen. Ich weiß, wo das Dracon Handelszentrum ist. Mein Wagen steht draußen. Dann los. Dann auf geht's. Die Büros von Barrier Frontiers sind im dritten Stock. Ich höre keine Funksprüche der Polizei. Wir haben die Party wohl verpasst. Das kommt jetzt erst. Liara ist da drin! Runter! Sie haben drei Stockwerke gesprengt, um ihren Tod sicherzustellen. Ich nehme das Skycar und schotte das Gebäude nach oben ab. Ich fange hier unten an und arbeite mich nach oben durch. Lassen Sie mir ein paar übrig. Aha. Oh mein Gott. Oh Gott. Was ist hier los? War es eine Bombe? Was ist passiert? Keine Sorge, wir sorgen schon dafür, dass ihr gerecht werdet. Bitte verlassen Sie geordnet das Gebäude. Notstrom aktiviert. Zentrum dient der Industrie seit über 120 Jahren und ist stolz darauf, die Heimat der gefährlichen Elite von Ilium zu sein. Ein Angestellter von Barrier Frontiers ist wohl mitten in die Explosion geraten. Ich würde nicht darauf wetten, dass Tisonis Informant das überlebt hat. Wir sehen. Toll, jetzt nehmen wir mal einen Schluck auf. Dann aus dem Rauch haben die Bomben gelegt. Alle umgebracht. Habe hier ein Todesopfer.
Offensichtlich Schusswunden. Seien Sie vorsichtig, Vasir. Die hatten militärische Ausrüstung. Schusswunden? Dann war das wohl mehr als nur eine Explosion. Vasir, ich habe einen militärischen Sprengsatz gefunden. Er ist nicht scharf. Schlampige Arbeit. So etwas benutzt man, wenn man keine Zeit zum Planen hat. Naja, kann man ja nicht machen. Vasir, ich bin im Büro von Barrier Frontiers. Liara hat sich erst vor ein paar Minuten eingetragen. Verstanden, Commander. Willkommen bei Barrier Frontiers. Ich hab schon ein kleines Büro. Wir führen Sie zu grenzenlosen Möglichkeiten. Ziel noch hier. Ah, Penner. Wer war das? Ich bin festgenagelt. Söldner, ziemlich gut bewaffnet. Begrüßen Sie die Privatarmee der Shadow Broker, Commander. Perfekt. Auf dieses Kennenlernen könnte ich verzichten. Wow. Los geht's! Grüßt die Eiszeit, Jungs! Und unten bleiben! Komm, du kaufst hier Schweinchen! Hey! Komm raus! Feind am Boden! Aha. Vorsicht! Warum rennt der Typ weg? Nicht! Jetzt wird's hell! Schön lächeln fürs Präzisionsgewehr. Und du brennst jetzt mal schön. Hier. Diese beschädigten Rohre brennen. Sie blockieren die Treppe. So. Erledigt. Jetzt müsste es gehen. Gut, ich bin auf dem Weg nach unten. Blender. Aufpassen! Klar. Shadowbroker muss sich viele neue Söldner holen, wenn wir fertig sind.
Das ist wertvoll. Oh ja. Forschung ist immer wertvoll. Na, ich traue der Sache hier nicht. Ein paar Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekat? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Liara. Etwas, das ich wissen sollte? Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Sie wussten nicht, wo Liara war, weil sie die Nachricht versteckt hat. Ich musste sie für Sie finden. Danke für die Hilfe. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer der Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekat gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, Blutschlampe! Ach man, immer diese Vorurteile.